So, dann sind wir wieder hier für Folge 4 dann schon. Wir waren zuerst in diesem Workshop und haben den Schlüssel erstmal die ganze Zeit gesucht. Jetzt haben wir ihn gefunden und da spastelt ein bisschen die Kamera rum. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt lang können, um diese Dampfmaschine zu reparieren, damit wir im Endeffekt denjenigen finden, der sich da oben verbarrikadiert hat. Ob das derjenige ist, den wir dann wirklich brauchen oder ob das dann noch weitergeht, das werden wir dann erfahren. Ansonsten, die kleinen Spackos hier sind eigentlich relativ simpel. Sehr gut. Also, das läuft eigentlich schon so. Die normalen Gegner laufen eigentlich schon recht gut. Nur die mit den zwei Kugeln, an denen beiße ich mich noch ein bisschen aus. So, was haben wir denn hier? Kann ich darüber springen? Ja, okay, ich kann. Jetzt ein bisschen Akrobatik. Sehr gut. Direkt auf Anhieb geschafft. Gibt es ein bisschen Healing. Sehr gut, sehr gut. Ansonsten hier noch eine Kiste. Also sie werfen auf jeden Fall relativ häufig zwei Gegner auf einen. Ich hoffe, das war jetzt gar nicht der richtige Weg. Ich kann ja aber nochmal aufschließen. Okay, das ist gut. Ich will nur ganz kurz gucken, ob da noch was war. Na, hier geht es ja auch noch hoch, ne? Aber hier war tatsächlich nur eine Kiste. Okay, alles klar. Dann war das. Ich dachte, das wäre so ein Weg, weil ich da ja gesehen hatte, dass man da, das hin, also dieses blaue Ding zum Aufnehmen war da auf jeden Fall. Das habe ich gesehen. Und ich dachte, hier geht's weiter, aber das ist tatsächlich nur der optionale Weg. So. Wir müssen jetzt aber hier nicht mehr springen, denn wir können ja einfach hier in die Tür, die wir aufgemacht haben. Generell merke ich, Türen aufmachen in dem Game ganz groß. Ja? Also basically alle 5 Meter kommt irgendeine Tür. Ja, aber die Treppen kommt sie nicht hoch. Von alleine. So. Oh! Ambush, Ambush, Ambush! Okay, Frostgranaten sind nicht schlecht. Also gegen Gegner, die schwach gegen Frost sind, hilft es auf jeden Fall ganz gut, ne? Also ich überlege jetzt, ob ich quasi. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte die Fächer nehmen, aber irgendwie merke ich, die bringen ja gar nicht so viel. Dann kann ich auch eigentlich hier die Muskete verwenden, weil die verbraucht wenigstens diese ganzen Kapseln. Oh! Oh, ich hoffe aber, da oben war jetzt nichts. Ich bin aus Versehen runtergefallen. Jetzt aber nicht nochmal nach, ehrlich gesagt. Kann nicht so wichtig sein. So. Hier ist ein weiterer Port, oder ist das ein Port? Nö, da geht es einfach nur lang. So, was ist hier? Da ist nur ein kleines Ding zum Aufheben. Und dann natürlich die obligatorische Tür. Wir wissen es, alle 5 Meter eine Tür. Das ist die Regel. Okay, und er, er weiß auch nicht so richtig, wie es geschieht, ne?
So, also ich kann ja ab und zu die Knarre auch verwenden. Ich muss halt wechseln. Aber dann kann man auch ein bisschen schießen mit der. Ich habe jetzt wieder 82 Kapseln. Und sonst muss ich auch nicht für die sich verbrauchen. Genau, und wenn die dann vereist sind, dann kann man schön draufhauen. Einmal so in Kombination nutzen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, jetzt habe ich wieder 2 Alchemie-Kapseln bekommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Macht man sich das Leben ein bisschen einfacher. Und dieses Game schenkt dir ja nichts, ne? Also da musst du alles nehmen, was du kriegen kannst. Oh, habt ihr das gesehen? Okay, da darf ich nicht hin. Könnte man ja ins Wasser fallen. So, irgendjemand schießt, ja. Der da. Oh, noch einer. Ich bin tot. Der Huren. Oh, er hat mich einfach von hinten so richtig dreckig. Eieiei. Okay, ist aber nicht schlimm. Wir haben ja alle Türen aufgemacht, was wir konnten. Und dann kann ich auch hier bei der Gelegenheit nochmal. Nee, da war nichts mehr. Ja, man muss da auch direkt runterfallen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas war. So, jetzt komm her. Jetzt mache ich euch kalt. Das war jetzt unnötig. So. Ja, die Alchemie-Kapseln kommen auf jeden Fall rein. Das ist auf jeden Fall gut. Und jetzt hier. Hier muss einer gewesen sein, oder? Der mich von hinten... Alter, so nasty, ne? Darf jetzt nicht sterben. Sonst ist alles weg. Und die machen mittlerweile ganz gut Schaden. Ein bisschen Stamina hier refillen lassen, dass wir auch direkt bereit sind. Aber wie hat er mich da jetzt getroffen? Oder hat er mich einfach so von oben? Ich höre noch einen. Nee, der ist da oben, ne? Oder ist der da? Nee, da! Ja! Er hat mich abgeknallt. So, jetzt muss ich ganz vorsichtig mein Zeug wiederholen. Dass ich nicht nochmal runterfalle. Ja, sehr gut. 1500 Essenz. Jetzt haben wir 2040. Alles klar. Ja, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Frage ist... Ups. Okay, das war jetzt natürlich wieder doof. Kann man hier irgendwo wieder so parkourmäßig rumspringen? Oder ist das nur Bait? Ja, es fühlt sich so ein bisschen nach Bait an, ehrlich gesagt. Nee, okay, es ging. Es ging tatsächlich. So, aber was hier? Hier ist nichts tatsächlich, ich glaube. Ja. Okay, der hat einfach gar nichts gemacht. Nehme ich. Ich will jetzt wieder nicht dumm sterben, ne? So ganz weit hinten. Okay, hier ist aber... Was haben wir jetzt? Fiole mit Reimöl. Okay, immerhin. Bisschen Healing. Okay, ich habe jetzt 11 von diesen Fiolen mit Reimöl. Also, ne? Irgendwo ist das Game schwer. Aber irgendwo... Irgendwo geben sie dir auch Mittel und Wege,
um dich am Leben zu erhalten. Hier ist nichts. Alles klar. Kann ja immer sein, dass jemand um die Ecke lauert. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ne? Rad der Rache. Das ist jetzt aber kein Werkzeug, oder? Das sieht mir sehr nach Waffe aus. Die hat einen Gegenangriff. Okay, alles klar. Dann. Okay. Jedes zum genau einzelnen Parieren. Das ist Parieren. Und das ist. Diese Verteidigungstechnik lenkt die Kraft des feindlichen Angriffs gegen ihren Feind. Bringt ihn aus Balance und fügt dem Feuerschaden zu. Aber es ist ja vom Prinzip her. Vom Prinzip her ist es dasselbe. Also. Ich denke mal, dass wir das benutzen können. Okay, die ist schon langsamer auf jeden Fall. Boah, ja. Die ist schon sehr langsam. Uff. Ja. Und die hat natürlich auch andere Skalierungen. Ich benutze sie einfach erstmal. Aber kann schon sagen, dass mir so langsame Waffen eigentlich nicht liegen. Over there. The steam pump. I will have to go around to get to it. The steam pump. Wo jetzt? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, was sie jetzt meinte. Okay. Also einmal hier bitte Tür aufmachen. Dann haben wir da schon mal uns ein bisschen den Weg erleichtert. Dann. Jule mit reinem Öl. Okay, sehr gut. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich springen. Ja, das ist tatsächlich so gewollt. Alles klar. Ja, dann. Hier gibt es tatsächlich noch keine Tür. Ne? Also, muss man ja auch mal sagen. Hier ist jetzt die Schmiede. Die Schmiede. Ja, da muss hier doch eigentlich... da ist ein Dicker. Da muss hier doch eigentlich die Dampffabrik irgendwo sein, oder nicht? In der Schmiede hat man doch immer so eine Dampffabrik, die dann diesen Bolzen anhebt, mit dem man dann hämmert. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Bin kein Schmied, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Da ist aber auch, genau, hier ist ein, ja, das ist diese verzauberte Gegend, oder wie man das nennt. Und da ist bestimmt dieser Automat, der so crazy ist. Das ist bestimmt der Boss. So, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dieses Vestalin wird geöffnet werden. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich diese Waffe jetzt nehmen sollte. Ich meine, der Typ sieht tatsächlich ziemlich langsam aus, sage ich mal. Wir ballern einfach mal unser Healing rein. Ja, gucken mal, was wir so anstellen können. Okay. Okay, also mit der Waffe von der Distanzballer ist natürlich eklig irgendwo. Boah, okay, also das geht. Komm. Ich will jetzt nicht sterben. Ich habe gerade auf die Ölbrette gewechselt. Ah,
Okay, aber wir werden einfach durchrennen. Wir werden einfach durchrennen. Easy. Zack. Hier. Und dann sind wir wieder da. Ist jetzt natürlich nicht angenehm, aber auch nicht unglaublich schlimm, ja. So, Prio Nummer 1 wäre unser Zeug wiederholen. Und dann den Typen, den hatten wir ja eigentlich schon fast. So. So, probieren wir ihn einfach zu parryen. So, richtig schön in die Ecke. Okay, das war zu früh. Das war viel zu früh. Ja, ich mach's immer zu früh. Ah, wir sind hier so ein bisschen ungünstig in der Ecke. Oh, wie er mich wegballert, ne? Okay, okay. Keine Überhitzung. Wir haben ihn bei der Hälfte. Alles cool. Oh. So, wir müssen jetzt halt so ein bisschen langweilig spielen, weil der ist echt knüppelhart. Komm, wir buffen uns mit allem, was wir haben. Komm, den müssen wir doch jetzt haben. Komm. Ich meine, wir sind nur einmal gestorben. Wir haben ein bisschen Pussy-Tactics verwendet. Auf der anderen Seite, man sollte ja auch die Sachen verwenden, die dem Spiel gegeben werden. Und wenn die eine Knarre haben, dann nutze ich auch eine Knarre. Dieses Rad war jetzt okay, hat seinen Job gemacht. Ob das jetzt wirklich krass war, andere Sache. So. Aber das war eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Abo da und ein Like. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, ja? Alles klar. Macht's gut, haut rein. Ciao.